Dann T. Ja, aber pass auf, dass du nicht wieder wie letztes Mal irgendwas verkaufst, was du später eventuell noch gebrauchen könntest. Zum Beispiel Antifluchrüstung. Das ist der Feuerbandschrein, ist übrigens das einzige Leuchtfeuer, was wir dafür nutzen können. Ne? Da gibt es kein weiteres. Gegenstand verkaufen, dann gucke ich mal mit den Seelen. Ob die mir irgendwie. Ich müsste jetzt ja eigentlich schon. Oh, 20.000. Für die von Gwyndolin. Das lohnt sich ja. Direkt mal, würde ich sagen. Also ich sollte auch die Aufnahme wieder anmachen. Und für die von Sif gibt es 4.000. Ja. Auf. So. Genau, die Drachensteine. Na, die behalte ich. Ich habe 7 Stück schon. Wow. Das ist so gut. Wo kriegt man denn diese komischen Wanderflüche? An der Flüche. Bei der Abkürzung Richtung Tiefen da. Wenn du quasi da ganz den ersten Weg, den wir gegangen sind vom Bonfire aus, in diesem Aquädukt da, die erste. Ach, da ganz hinten bei dieser komischen Frau oder was? Genau. Okay. Also jetzt habe ich 27.000 Seelen im Inventar, mit denen ich gerade nichts anzufangen weiß. Ja, jetzt lass mich mal. Natürlich. Bisschen riskant, wenn ich die jetzt verlieren sollte. So, jetzt lass mich mal schauen. Die Seelen von Wolf Sif, Wendelin und Mischwesen Priscilla brauche ich ja nicht. Bin am überlegen, ob ich mir nicht doch noch Drachentöterpfeile davon kaufe, bevor ich die jetzt komplett in Wind schieße, wenn ich die verlieren sollte. Ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Ja, warum nicht? Ja, dann mache ich das jetzt noch eben. Wo war's denn? Da. Lieber ausgeben als die verlieren. So, switche wieder auf meine Estus-Fakons, damit ich die nicht, damit ich nicht aus Versehen die Wanderflüche hier drin aktiviere. Ich kaufe mir jetzt mal ein paar Wanderflüche, nicht viele, ein paar, so 5 sollten, denke ich, reichen. 2 finden wir auch am Anfang des Gebietes, aber ich weiß halt nicht, wie oft wir da durchgehen müssen, ne? Was ist das? Ja, hoffentlich nur einmal. Ja, hoffentlich nur einmal. Das wäre natürlich geil, wenn wir uns dann direkt da rufen könnten und. Also einer von uns muss mindestens die Hälfte des Weges zweimal laufen. Da kommen wir nicht drin rum. Sonst können wir uns nicht beschwören. Ich laufe falsch. Ja, dann kaufe ich mir nämlich diesen Drachentöter große Pfeile, dann habe ich davon erstmal. Oder ich schmiede meinen Langbogen noch weiter auf. Tu, was du nicht lassen kannst. Oder beides. Ja, ich kann den ja mal auf plus 10 machen. Es gibt zwar eigentlich noch einen besseren Bogen, aber den habe ich jetzt nicht. Hä? Die will mir ihren Moos verkaufen. Ach, Wanderflüche. Da habe ich, glaube ich, sogar noch ein paar einstecken. Oh, mehr als 4 kann ich nicht kaufen. Das ist ja interessant. Ah, weil sie auch nicht mehr hat. Doof. Ach so? Ja. Ach, die hat sogar Läuterungssteine. Ist ja interessant. Ja, die sind aber teurer. Oh, es hat exakt gereicht von den Seelen her, um den auf plus 10 zu bringen. Jetzt habe ich noch 386. Ist
das genial oder ist das genial? Hab ich jetzt echt nur 4 Wanderflüche? Ja, und 2, die ich noch so hab. Hä? Hast du mir zugehört? Du hast? Nur so halb, sorry. Ich konnte den Bogen gerade so auf plus 10 bringen und ich habe jetzt noch 386 Seen übrig. Das ist gut. Das ist ein sehr wünschenswertes Ergebnis. Bin auch am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch mal ein paar Level in Geschicklichkeit stecke, um den Schaden noch weiter zu erhöhen. Nein, Fahrstuhl. So, ich guck mal, ob ich vielleicht noch was an Framp verkaufen kann. Ja, die Seelen von den Bossen. No, I'm fine. Nee, die hab ich gegessen. Oh, ist Idiot. Wieso kriegt man mehr, wenn man die verkauft? Also für die von Gwendolyn kriegst du 20.000. Von Framp. Okay. I am is it? Gut, ich geh schon mal los, ne? Weil ich muss ja eh noch nicht auf dich warten. Dann, setze ich mich richtig hin, war und dann. Ich könnte meine ganzen Sonnenlichtmedaillen verkaufen, gell? Das wäre gecheatet. Es wären 200.000 Seelen. Junge, die haben wir uns gecheatet. Also, ich. 200.000 Seelen? Das ist halt schon echt krass. Ja, das ist richtig. Ich meine, mir ist es egal, aber ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das so gut finden. Kann man ja mal so in die Runde werfen, ne? Wäre es schlimm, wenn ich die verkaufen würde? Sind 200.000 Seelen! Ja, das will ich nur mal so. So, jetzt. Am Rande erwähnt haben! Ja, so groß war ich wohl doch, ich könnte Rüstung, alte Rüstung an den verkaufen. So, jetzt wird's gleich spannend bei mir. Achso, du bist schon runtergegangen? Ja. Das Großschwert? Ach komm, Waffen behalte ich mal. Wieso habe ich Schwarzeisenrüstung? Brauche ich nicht, viel zu schwer für mich. Wer ist das? Hä? Ich sitze gerade durch irgendeinen NPC hier an. Hä? Warum? Excuse me? Die behalte ich mal. Weg, die schwarze Goldsaumkacke kann auch weg. Er ist runtergefallen. Oh, hier ist noch ein Item, lol. Das behalte ich mal. Oder die östliche Rüstung ist eigentlich auch viel zu schwer. Okay, keine Ahnung, wer das war und warum er mich da angegriffen hat, aber was hat er jetzt davon? Kann ich eigentlich alles verkaufen, nur eine Rüstung. Die gelbliche Kacke will ich auch nicht und die Blechrüstung kann eigentlich auch in den Wind schieben. Ich bin jetzt auf dem ersten Steg, dann kommt ja diese kleine Runde geköpfte Turm, sag ich jetzt mal, und dann kommt der zweite Steg und so, hier werfe ich jetzt den Wanderfluch ein. Leider sieht man das nicht in der Buffleiste. Ich würde ja auch gerne auf den Estus bleiben. Will be attacked by a ghost. Ah, da ist er ja. Ah, die sind 2 Schläge mit dem Uchi. Na, ist doch gut. Hallo! Das ist sehr gut, ja. Ich bin so, gleich immer mal ein bisschen gucken auf die Wände, achten, da irgendwas rauskommt. Ach nee, Switch wieder auf Wanderfood, dann sehe ich das rechtzeitig. 199.800 Seelen. Das wäre schon krass. Das wäre voll heavy, wenn die sich dann nicht verbrauchen würden, die Sonnenlichtmedaillen, sondern weiter in meinem Inventar bleiben. Kannst du jetzt 200.000 Seelen, bam, direkt bam. Max-Level machen, so ungefähr, ne? Ja. Und, also, bei den Geistern auf jeden Fall angreifen, bevor sie dich angreifen. Das bringt am meisten. Ich weiß nicht, ob man die blocken kann. Okay. Dude, du kannst ja mal kurz alleine durch dich schnetzeln. Ich geh mal runter zu meinem Papa, wahrscheinlich essen wir dann auch gleich. Aha. Boah, also ich muss dich jetzt moralisch mal alleine lassen. Ich hab grad 6 Stück von ihm. Da ist ja noch einer! Also ne, dass du Bescheid weißt, dann bis später, ne? Ich würde gerne mal einen Blick auf die Map werfen. So, da der Jan ja wahrscheinlich zur Zeit
Oder ist er da? Ich habe meine Lautsprecher nicht auf. Er ist da. Ich bin nur mal kurz für eine halbe Stunde da, weil mit Essen dauern wir jetzt noch. Dauert es jetzt noch ein bisschen. Deswegen versuche ich mich jetzt gerade noch einmal unten durch zu scharnetzeln. Ein Tipp, bevor du diesen Hebel drücken kannst, musst du erst auf das Dach der Kirche gehen und mit dem Typen sprechen, weil du von dem Schlüssel bekommst. Von welchem Dach der Kirche reden wir jetzt? In den New London Ruins. Okay. Der verkauft übrigens auch diese Wanderflüche für 1000 Seen das Stück. Also für weniger? Ja, wesentlich weniger. Und ja, du kannst auch einige finden in dem Gebiet. Okay. Aber ich bin einfach auf direktesten Wege zu ihm und dann direkt zum Schalter gegangen. Ach, da ist der Hebel. Voll übersehen. Ja. Ich muss jetzt erstmal wieder den Aufzug runter. Und da mich mal da hinten lang preschen. Ich hab mich ausgelockt, ne? Also. Ja, alles klar. Dann machen wir quasi nach dem, den du gegessen hast. Genau. Ich versuche jetzt nur da hinzukommen, wo wir uns beschwören können. Und dann, wird es wahrscheinlich auch schon soweit sein, dass ich mich ums Abendessen kümmere. Jo. Huch. Typisch für einen Gebietswechsel, das leckte ganz kurz. So, da ist die erste Planke. Ja, und erst da, wo, wenn du quasi rüber bist, da kommen dann erst die ersten Geister. Das heißt, ab hier... Die machen nicht viel Schaden, aber es gibt Stellen, wo mehrere von verschiedenen Richtungen kommen, die können dich ein bisschen ganken, da musst du aufpassen. Dann einfach, ich habe da so R1 gehämmert, um mich da draus zu befreien. Okay. Ja, die geben auch nicht viel. Manchmal kannst du auch, wenn du siehst, da steckt so einer an der Wand drin, kannst du auch einfach die Wand anhauen, damit tust du... Ach, hier liegen sogar zwei Wanderflüche, okay. Direkt am Anfang. Jo. Ich habe mir nur mal ganz kurz die Map eben angeschaut, nochmal auf dem Handy. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, wie weit das bis zum... Das ist nicht weit. ...Punkt 12 ist. Ich betrete jetzt auf jeden Fall... Huch! Oh, das meintest du mit die Verlängerung ihrer Arme, okay. Das ist natürlich ein bisschen tricky dann, ja. Komm zwei von hinten. Na. Nicht so unfreundlich hier. Hui. Aua. Das ist doch okay. Ja, okay. Ist ja gut. Entschuldigung, dass ich hier bin. Aua. Uah. Ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nicht gleich aus Versehen... Ah, drei auf einmal. Oh Gott. Oh Gott. Schnell Schild anheben und weg. Okay, hier verpisst sich jetzt gerade einer in der Wand. Der ist irgendwie ganz komisch nach unten und dann wieder in die Wand unten rein. Sehr interessant. Ey, du warst doch eben gerade noch unten. Was soll denn der Scheiß? Ich lasse am besten immer den Schild oben. Ich denke mal, das ist gar nicht so blöd. Hier geht's ein Stückchen tiefer. Eine kleine Wendeltreppe. Da vorne steht schon direkt um die Ecke einer. Da hinten sehe ich eine Kiste. Okay, man trifft die tatsächlich durch die Wand. Ist ja interessant. Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Ach so, hier geht's. Okay. Hier ist eine Nebelwand. Jupp, durch da.
Hallo, ich würde gerne was sehen. Hier geht's eine kleine Treppe hoch. Hier oben habe ich vorhin doch noch einen gesehen. Hier geht's eine Leiter hoch. Also nach der Nebelwand musst du einmal links ab, ja, die Treppe hoch, dann einfach durch den Gang laufen. Da werden die von unten versuchen, dich zu pieken. Lauf einfach weiter. Dann die nächste Treppe runter und dann geht's rein in die Kirche. Und drinnen wirst du erstmal alles töten. Okay. Das klingt doch ganz gut. Da sind verdammt viele Geister, also pass auf. Greif erst diesen einen an, der da anders aussieht, bevor der irgendwas machen kann. Der etwas anders aus? Der wird dich einfach da, der wird schon da hocken und dich erwarten. Den erkennst du sofort. Okay. Das war so klar. Boah, sind hier viele. Leck mich am Arsch. Ja, Alter, ist okay. Darf ich mich vielleicht mal heilen? Alter, ist okay. Kannst aufhören. Alter, wie die einen ganken. Das ist ja grausam. Vielleicht mal kurz heilen und dann... Vor allem, wie fies die einen ganken. Ach so, ja, tatsächlich. Der sieht ein bisschen anders aus, ja. Ich heile mich nochmal vorsichtshalber. Den sofort umbringen, weil der kann, glaube ich, so einen Spell machen. Ja, okay. Mhm. Uah. Alter, wie die sich teils an dich ranziehen, ist ja grausam. Und dann kannst du halt auch erstmal eine Zeit lang nichts mehr machen. Alter, ich hab zugeschlagen. Alter, ist okay. Was? Der hat um mein Schild rumgeschlagen. What the actual fuck, man? Der hat um mein Schild rumgeschlagen. Aber ich bin tot, ne? Oh, nö, echt? Ja. Haben mich halt auch vorher komplett mit der Ausdauer runtergehauen, weil sie mehrmals zu dritt angegriffen haben. Okay, es ist interessant. Das ist vor allem halt fies, weil man die einfach sonst nicht angreifen kann. Wo renne ich denn gerade hin? Da will ich auch gar nicht hin. Und es ist halt einfach... Bei dem Punkt, wo wir uns beschwören können, gibt es da einen Bonfire? Oder so? Wie bitte? Gibt's da in der Nähe unten einen Bonfire, wo wir uns beschwören können dann? Okay. In dem ganzen Gebiet gibt es kein Bonfire. Boah, das ist ja widerlich. Erst nachdem man den Boss besiegt hat. Das ist echt kein schönes Gebiet, aber ich glaube, mit einfach durchrennen ist es halt auch nicht getan, ne? Aber einfach durchrennen ist keine Option, weil die sonst dich einfach knallhart ficken. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ist halt so fies, dass die Planken ja auch so dünn sind. Da hat man manchmal echt einfach Angst, runterzufallen. Zumindest die erste ist relativ dünn. Was hat er denn gedroppt? Oh, ein Wanderfluch. Zwei Stück. Ha, nice. Hat dich auch so ein NPC angegriffen, als du runterkamst? Nee. Hm. Du meinst diese komischen Zombies, die da unten noch so rumlatschen? Nein. Irgendein Typ, mit dem man vorher geredet hat, der hat mich da angegriffen. Okay. Nee, es war bei mir jetzt nicht so. Witzig. Der hat auch nichts gesagt. Hier ist ja ein Hebel, den man ziehen kann.
Ja, das geht erst, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Okay. Halt! Uah. Okay, die können dich auch nicht packen, wenn du das Schild oben hast. Das ist ziemlich gut. Also die Devise bei den Geistern ist halt echt immer Schild oben lassen. Echt? Ich bin immer rangestratzt, hab die gehauen, bevor sie mich hauen konnten. Okay. Ich bin so ein Spezialist für den Fall, dass die mich irgendwie immer zuerst kriegen als ich die. Also bei mir hat das sehr, sehr gut funktioniert. Die haben mich zwar dann auch ein paar Mal getroffen und einmal wurde ich auch ein bisschen gegankt, aber ich habe dann einfach R1-mäßig um mich geschlagen und okay, die dadurch gekillt. Das hat bei mir tatsächlich nicht so gut funktioniert.